Ja, hallo Leute. Wisst ihr, was ich meine, wer den Friedensnobelpreis bekommen sollte? Leo Luca Orlando, der Bürgermeister von Palermo. Palermo liegt ja auf Sizilien und ist immer wieder Anlaufpunkt für Flüchtlingsboote gewesen. Und die italienische Rechtsregierung, die neue, die hat jetzt alle italienischen Häfen für die Flüchtlingsboote gesperrt. Ihr habt es mitgekriegt, die Aquarius mit über 600 Männern, Frauen, Kindern an Bord. Tagelang ohne Wasser, ohne Essen, übers Mittelmeer getrieben hin und her und fand keinen Hafen, wo sie anlegen. Dieser Leo Luca Orlando hat jetzt mit einer Erklärung nicht nur den Hafen von Palermo geöffnet, sondern er hat auch eine Charta herausgegeben, wo er fordert, dass Menschen, die vertrieben worden sind, nicht nur Aufnahme finden, sondern gleich eine Aufenthaltsbewilligung und eine Arbeitserlaubnis haben sollen. Ich will mal eben vorlesen, was er dazu gesagt hat in einem Interview. Er sagt, das ist eine ganz einfache Schlussfolgerung aus den unmenschlichen Zuständen. Die Menschen haben so gelitten. Es ist eine Schande, wie wir sie behandeln. Keiner kann heute sagen, er habe nichts gewusst. Mein Leben hat sich noch einmal geändert, als ich die Migranten persönlich kennenlernte. Ich gehe manchmal zum Hafen, wenn ein Schiff anlegt und begrüße die Ankömmlinge. Wenn Flüchtlinge ohne Aufenthaltsgenehmigung sind, müssen sie schwarz arbeiten. Sie können keine Wohnung mieten. Sie werden in die Illegalität gedrängt. Diese Illegalität nützt dem organisierten Verbrechen. Die Abschaffung der Aufenthaltserlaubnis ist eine ethische Entscheidung, eine Anerkennung der Menschenrechte. Ich mache keinen Unterschied zwischen Asylsuchenden und Wirtschaftsflüchtlingen. Mobilität ist einfach ein Menschenrecht. Das sagt der Bürgermeister von Palermo und dem haben sich inzwischen auch die Bürgermeister von Messina und Neapel angeschlossen. Und ich finde, das ist eine neue Bewegung der Zivilcourage, eine neue Bewegung der Menschlichkeit gegen unmenschliche Regierungsentscheidungen. Und ich würde mir wünschen, dass sowas auch für uns in Deutschland vorbildhaft ist.